schöne Gegend jetzt. Es war echt wunderschön hier. Wir hätten so gern noch länger hier verbracht, weil es war so viel zu sehen. Und der Platz, an dem wir standen, war so schön. Und jetzt fahren wir mit sehr schwerem Herzen wieder nach Hause. Wir haben jetzt noch 4 Tage. Am Freitag wollen wir eigentlich zu Hause sein. Heute ist Montag. Und ja, das wird jetzt ziemlich viel Fahrerei auf jeden Fall. Wir fahren jetzt durch Nordmazedonien, tanken da nochmal viel auf, weil der Sprit da billig ist. Und dann fahren wir durch Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland. Hier an der serbischen Grenze und es ist durch ganz Nordmazedonien war es so neblig, das habe ich echt noch nie erlebt. Die ganze Fahrt, wir sind 3 Stunden durch Nordmazedonien und es ist einfach so krass neblig. Und die Grenze, das war alles so spooky. Weil einfach, du hast nichts gesehen, du hast nur die LKW-Reihe gesehen und du wusstest nicht, kann man durchfahren oder nicht, denn da war keine Station. Raststätte, kurz nach der slowenischen Grenze und sind heute 870 Kilometer gefahren, was ziemlich viel ist, also meine Ohren bimmeln schon richtig und ja, jetzt suchen wir uns ein Plätzchen zum Schlafen und fahren dann morgen noch voll Richtung Österreich und Deutschland. Das war jetzt erstmal unsere letzte Nacht im Dachzelt und wir sind heute kurz vor unserer Heimat und freuen uns schon wahnsinnig drauf. Wir hatten eine super letzte Nacht und sind beim Sonnenaufgang aufgewacht. So, hallo, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es war echt wunderschön, die Tage, besonders auch mit Matthias und Sarah. Wir sind schon sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber wir werden jetzt erstmal arbeiten und in 2 Monaten wird es auch schon weitergehen auf die nächste Reise. Und bis dahin könnt ihr weiterhin Videos von uns erwarten. Erstmal ein paar Bastelvideos. Also wir machen ein bisschen Modifikationen um den Lendi rum und genau, nebenher arbeiten wir ein bisschen, dass wir einfach Geld verdienen. Noch ein bisschen für die nächste Reise. Ihr könnt ja schon mal Kommentare und Spekulationen abgeben. In den Kommentaren, wo ihr denkt, wo wir hingehen. Schön, dass ihr unsere Videos verfolgt habt. Ja, auch vielen Dank für die ganzen Kommentare, ja, die ihr hinterlasst. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare und über Feedback. Das gibt uns dann auch was zurück. Wir können auch nur dazu lernen, also auch wenn irgendwas nicht stimmt mit der Musik oder im Audio. Immer reinschreiben. Genau, immer reinschreiben. Alles reinschreiben. Wir wollen alles wissen. Genau, im März geht es dann weiter. Und für eine längere Zeit diesmal, das war jetzt ja nur so ein bisschen eine Probereise. Wir wollten einfach mal gucken, ob wir im Ausbau klarkommen, ob wir im Lendi klarkommen. Ob wir zusammen klarkommen. Ob wir miteinander klarkommen. Auf so engen Raum. Ja, und außerdem wollen wir noch ein Question-and-Answer-Video machen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Reise in den Balkan, zum Lendi, zu uns, keine Ahnung. Zu alles Mögliche. Egal was, also schreibt mal in die Kommentare rein.
was euch interessiert und dann machen wir ein extra Video drüber, wie wir das dann gelöst haben. Also wir versuchen dann alles zu beantworten. Nächsten Mittwoch verraten wir dann, wo es hingeht. Wir zeigen euch dann die Route und beziehungsweise Routenoptionen. Routenoptionen. Wir werden auch wieder Videos machen. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Genau. Dann bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Tschüss.